Herzlich willkommen bei diesem Monatsorakel Februar 2019. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind selbstverständlich anonym. Liebe Lunia, ich grüße dich. Das ist dein Video, dein Monatsanalyse, auch durch den Karten, aber auch astrologisch. Ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen. Ich möchte mich bedanken auch für deine Treue und für diesen Auftrag. Du möchtest wissen, was kommt Februar 2019 auf dich zu? Was ist zum Erwarten? Also ein Monatsorakel. In Astrologie gibt im Horoskop 12 verschiedenen Lebensbereiche. Wir schauen an, in welchen Lebensbereich hast du Einfluss von Sonne, Mond und von den Sternen, Monat Februar. Die ersten Lebensbereiche zeigen deine Persönlichkeit, deine persönliche Umgebung, Umfeld, bedeutet auch dein Aussehen, auch wie du wahrgenommen bist. In diesem Lebensbereich hast du Februar Einfluss von Sonne und auch von Merkur. Sonne bedeutet, da fließt die Lebensenergie und du spürst auch diese Vitalität. Sonne ist das Licht, die Klarheit und auch die Wahrheit. Sonne beleuchtet etwas und das ist für dich wichtig, deine Persönlichkeit. Deine Persönlichkeit in Ausdruck zu bringen. Auch die Bedürfnis wahrgenommen zu werden. Merkur wirkt auch in diesem Lebensbereich und das sorgt dafür, dass du mehr Kommunikation hast oder bekommst du eine wichtige Nachricht. Neptun bewegt sich am Februar im zweiten Lebensbereich im Horoskop und das ist der Lebensbereich, die Werte, die Wertschätzung, das Selbstwertgefühl, aber auch die Finanzen. Neptun kann sehr schön wirken, wenn das um Kreativität geht, wenn das um deine Träume geht, dann kannst du wirklich deine Träume verwirklichen. Aber Neptun ist manchmal undurchschaubar. Also du sollst Februar schon die Finanzen genau anschauen. Mit dieser Neptun-Energie kann bedeuten, dass du intuitiv etwas kaufst, weil dein Gefühl sagt, das tut dir gut, das erfüllt deine Träume, also gibst Geld aus. Aber achte auf, dass du nicht auf irgendwas reinrutscht, weil jemand überredet dich an etwas und kommt zu unüberlegten Handlungen. Also achte auf die Finanzen, aber wenn es darum geht, dass du dadurch deine Träume erfüllen kannst, weil du was Schönes für dich kaufst, das ist das natürlich wundervoll. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist im dritten Lebensbereich, wo das um Verwandten geht, Geschwister, aber auch Veränderungen, Umbrüche, Veränderungen in deine vertraute Umgebung. Das kann Richtung Umzug bedeuten. Es ist die Vorbereitung zu einem Umzug, weil dann übergeht in einem späteren Zeitpunkt Uranus auf den vierten Lebensbereich, was in deiner Wohnsituation eine Veränderung auslöst. Nicht nur Uranus ist in diesem Lebensbereich, sondern auch Mars. Das kann auch eine männliche Person sein, wo du Kontakt hast, aber auch deine Kraft, dass du vieles veränderst in deine vertraute Umgebung. In diesem Lebensbereich kann auch etwas auslösen, dass du etwas Neues lernst, einen gewissen Austausch. Hier handelt es sich auch um Kommunikation, Informationen, Wissen aneignen, Wissen vermitteln.
vorstellen, einen gewissen Austausch. Im 11. Lebensbereich sind deine Hoffnungen, deine Wünsche, aber auch Freundschaften. Hier befindet sich Jupiter und Venus. Beide bringt Chancen, Möglichkeiten und Glück. Und bei Venus-Energie handelt es sich um Liebe, Partnerschaft. Und das sind schon deine Hoffnungen. Und Jupiter gibt dir diese Chancen, die Liebe, Partnerschaft, Leben. Wenn ich diesen Lebensbereich als Freundschaften betrachte, dann würde ich die Venus zu einer Frau zuordnen oder mehreren Frauen, wo du dann in eine freundschaftliche Verbindung bist oder jemand kennenlernst und entstehen da Freundschaften. Im 12. Lebensbereich ist ein gewisser Rückzug. Und hier befindet sich Saturn und Pluto. Und Saturn erteilt diese Lernaufgabe, du brauchst auch einen gewissen Rückzug oder meditative Haltung, die tiefe Zusammenhänge des Lebens zu erkennen. Und mit dieser Pluto-Energie zeigt sich hier, du brauchst die innere Kraft. Und damit du in dieser inneren Kraft bleiben kannst, brauchst die Ruhe, brauchst auch diesen Rückzug. Und in diesem Bild schauen wir an, was ist noch zum Erwarten. Das zeigt sich hier bildhaft. In der Mitte befindet sich ein Kreis und das zeigt dein Inneren. Und das besteht aus Denken und Fühlen. Und das ist sehr wichtig, das auch betrachten, weil dadurch entsteht unsere Ausstrahlung. Weil wir haben ein Energiefeld, was uns umhüllt. Und dieses Energiefeld entsteht von unserem Inneren, von unserem Denken und Fühlen. Warum ist das so wichtig? Weil dieses Energiefeld, diese Ausstrahlung hat eine Funktion, das ist die Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz und dieses Gesetz besagt, die Gleiche zieht Gleiche an. Also Probleme zieht Probleme an, Glück zieht Glück an. Worauf solltest du achten in deinem Inneren? Erstmal deinen Gefühlen. Du hast die Bedürfnis nach Liebe, Partnerschaft. Das zeigt dir hier die Waage und Venus-Symbol. Aber du befindest dich momentan in einer Wandlung, in einer Transformation. Das ist die Skorpion- und Pluto-Energie. Und was symbolisiert hier die Schlangen, was du verbrennen sollst, das sind die Angst. Angst, wenn ich das vergleiche mit dem Kundalini-Energie, das wird auch mit Schlangen symbolisiert. Die eine Richtung, was die Energie alles nach unten zieht und das sind Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl und das blockiert. Und damit alles vorangeht und dann Steigerungen kommt wie Phönix aus die Asche, muss diesen Gefühlen loslassen. Hier zeigt sich bildhaft verbrennen und dann steigt die Energie nach oben. Natürlich kann dieses Feuer auch deinen inneren Wut auch bedeuten und diese Momente hast auch im Leben, wie wir das auch alle kennen. Aber dann ist wichtig, Angst befreien und in die Ruhe, im inneren Gleichgewicht bleiben. Deinen Gedanken zeigt hier dieses Bild. Du hast schöne Gedanken. Hier ist wieder die Venus-Symbol, die Liebe, dieser Wunsch, aber auch die Stier-Symbol, ein gemütliches, ruhiges Leben zum Leben. Alles schön gestalten, die Liebe leben und die Wünsche, Sehnsüchte zeigt hier bildhaft. Und Jupiter schütze Symbol Richtung Ausland. Und da sind deine Gedanken. Die Gespräche, die Kommunikation, wie verlaufen in diesem Monat? Du bekommst eine wichtige Nachricht von einer männlichen Person. Er öffnet diese Tür, er öffnet diesem Gespräch und es handelt sich um die liebe Partnerschaft. Wenn wir das betrachten, die Beziehung zu deinem Partner, was erzählt dieses Bild? Die Verbindung ist da, aber etwas muss hier noch bekämpfen und diese Schlange symbolisiert etwas, was festhält noch, macht unbeweglich. Wieder die Schlangenenergie und das ist die Angst. Hier liegt deine Ängste in diesem Bild, aber seine Ängste.
aber er möchte, dass du hier in seiner Nähe bist, mit Treue, dass du ihn treu begleitest. Aber er hat mit sich selbst was zu tun und diese Schlangenenergie, was die Angst symbolisiert, das, was ihn gefangen hält. Immerhin kommt hier ein Neuanfang und er setzt etwas in Bewegung. Und Krebs, Mondsymbol, das ist das Zuhause, endlich angekommen zu sein. Er wird dieses Gefühl dir auch vermitteln. Wo kannst du deine Kraft einsetzen oder dich durchsetzen? Es werden Ereignisse kommen, wo du einen großen Schwung machst und zeigst dich mutig. Es kommen auch Gespräche und du stehst zu dir selbst. Und das kann auch bedeuten, du wehrst dich oder du sagst das direkt, was du möchtest. Hier handelt es sich um dein Selbst, dass du im Mittelpunkt stehst. Das ist die Löwe-Sonnensymbol und auch Gespräche und Kontakte. Glück. Wo hast du Glück im Monat? Glück hast du in die Liebe-Partnerschaft. Glück hast du mit dieser männlichen Person. Und ein Neuanfang, also das heißt, er kommt entgegen, er setzt etwas in Bewegung, ihr habt Verbindung und daran liegt auch dein Glück. Was ist deine Lernaufgabe? Deine Lernaufgabe ist, deine Ideen verwirklichen. Nicht einschlafen, die Chancen, Möglichkeiten, sondern hier zeigt sich die Ideenreichtum. Und auch wenn für dich das Gefühl entsteht, oh, ich stürze hier nach unten, alles ist so ungewiss, sei mutig und setz es um in Tat oder vermittle deine Ideen. Welche Veränderung ist zum Erwarten? Du springst von einem Platz zu den anderen und das heißt hier, Jungfrau und Merkur-Energie zeigt den Alltag, Alltag andere zum Dienen, für anderen da zu sein, den Alltag zu bewältigen, das bürgerliche Lebensstil und plötzlich kommt Wassermann Uranus, eine plötzliche Veränderung, ein Sprung in eine ganz andere Energiefeld, hier ist auch Wassermann Uranus als deine Lernaufgabe. Auch wenn andere sagen, oh, sowas macht man nicht. Aber wenn du eine Idee hast, dann verwirkliche das. Mal ein Beispiel, wenn du einen tollen Haarschnitt möchtest mit eine bestimmte Haarfarbe und das ist deine Idee und andere würden sagen, oh, das steht dir gar nicht oder sowas macht man nicht. Nicht das hören, was andere meinen. Du musst nicht anderen Gefallen tun, sondern wenn das deine Idee ist und dich das begeistert, dann zeigt es auch. Deine Träume zum Leben, kannst du das verwirklichen? Wenn du diese Position einnimmst, ich fühle mich alt oder ich fühle mich nicht attraktiv genug und kritisierst dich selbst, das hindert dabei, dein Selbst, deinen Glanz zu leben. Hinterlässt diese Kritik dir selbst gegenüber, sondern zeig dich so, wie du bist, wie dieser Löwe, ganz mutig, so bin ich und bring das im Glanz, dann kannst deine Träume leben. Was gibt dir die innere Kraft? Die innere Kraft gibt dir die Kommunikation, die Verbindung, die Austausch, die Sprache mit deinem Partner, auch über Gefühle. Und er reicht seine Hand, du kannst diese Hand nehmen und nicht die Augen zumachen, sondern es ist wichtig, diese Verbindung und die Gespräche. Und dass du vertraust, das Fluss des Lebens, dass du vertraust deine Träume, das gibt dir die innere Kraft. Liebe Lunia, das war dieser Monatsorakel, Februar 2019. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.